Wir haben uns mit der Totalreflexion beschäftigt, und zwar dieses Bild ist wichtig, wenn hier irgendwie so eine Taschenlampe, soll eine Taschenlampe sein, ja, auf eine Wasserfläche, Glasfläche leuchtet. Ein Teil wird reflektiert und ein Teil wird gebrochen. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel und der Brechungswinkel ist aber kleiner. Und wenn ich jetzt hier so flacher reingehe, ja, wird dieser Wetter immer geht immer näher dran, und wenn ich ganz flach bin, gibt es keine Brechung mehr. Dann wird eben alles reflektiert, komplett zu 100%, keine Aufspaltung. Hier geht ein Teil hier und Teil hier. Ja. Nur Reflexion, keine Brechung. Das nennt man die Totalreflexion, wenn man das ja flach auf diese Dinger drauf geht. Und ich habe jetzt hier so ein Beispiel, wenn ich im Sommer bade. Ja, ich gucke, also Nase zuhalten und nach oben gucken. Und wenn hier die Sonne scheint, ja, dann kommt das in mein Auge. Und wenn hier irgendjemand von außen steht, dann kommt das Licht in mein Auge. Aber würde jetzt hier jemand stehen, ja, dessen Licht kommt nicht in mein Auge, sondern das Licht, wenn ich in die Richtung gucke, das ist vom Seegrund. Ja, also da, ich sehe, wenn ich nach oben gucke, sehe ich da so einen Kreis, ja, der ist hell. Und der Teil, da schaue ich jetzt wieder, also beim Schwimmbad sehe ich dann die blauen Kacheln, ja, und beim See sehe ich irgendwas Dunkles. Also man guckt hoch und sieht einen Kreis. Weil es Wellen gibt, ist der Kreis immer so ein bisschen gewellt, aber es ist klar zu sehen, ist schön. Also das ist hier Hausaufgabe, jeder muss das mal machen. Und ein Beispiel für die Totalreflexion, das soll hier so einfach so ein Glas sein, also ein dickes Glas. Und wenn ich dann hier mit irgendeinem Licht drauf gehe, hier so rotes Licht oder so, ja, dann wird an der Fläche, wenn es flach genug ist, also wenn es nicht zu sehr gekrümmt ist, dann geht nichts raus, sondern es wird 100% in dem Glas und wieder 100%, ja, bleibt es in dem Glas, und dann kann ich das Licht leiten. Ja? Also ich schicke es an der Stelle rein und an der Stelle raus. Brauche ich vor allem Informationsübertragung mit Glasfaser. Ja? Also da habe ich dann dünne Glasfasern und schicke Licht durch. Und das Interessante ist, das hier soll es so bedeuten, also die Zeichnung, Licht stört sich ja nicht. Ja, also das sind verschiedene Leute und die gucken und die kriegen verschiedenes Licht und das überkreuzt sich, und deswegen kann ich durch so eine Glasfaserleitung verschiedene Farben durchschicken, und dann der eine kriegt seine Info per rotes Licht und der andere seine Info per grünem Licht und der nächste per blauem Licht, und deswegen habe ich große Datenraten mit moderner Glasfasertechnik. Und kann da Videos gucken im Internet. Ein anderes Beispiel, das ist eigentlich mehr so die Brechung. Also wenn ich hier in dem Auto sitze und es ist sehr heiß, dann habe ich ja an der Stelle eine heiße Luft, so direkt über dem Auto. Und drüber ist die Luft ein bisschen kühler. An dieser Grenzfläche gibt es eine Brechung. Ja, Brechung ist es. Ja, das Licht, also nicht das Licht von der Sonne, das Licht von der Sonne strahlt mal rein und blendet mich, aber das Licht von da hinten nimmt so einen gekrümmten Weg. Das bedeutet, ja, ich sitze hier drin im Auto, gucke auf die Straße, sehe aber hier den blauen Himmel und habe deswegen das Gefühl, die Straße würde so bläulich schimmern, wie wenn da eine Pfütze wäre. Was ich aber sehe, ist der Himmel. Ja, die warme Luft ist. Also in der warmen Luft ist das Licht schneller, und deswegen von dem Fleck nimmt das Licht nicht den geraden Weg, weil das nicht der schnellste Weg ist, sondern alles weg. Ja, Licht nimmt immer den schnellsten Weg, und wenn in dem Bereich ich schneller bin, dann mache ich diesen Umweg. Normalerweise, fast immer, ist es der exakt gerade Weg, den das Licht nimmt. Nur hier, wenn ich hier schneller in dem Bereich, langsamer in dem anderen Bereich, dann nehme ich diesen Weg. Das ist so eine Abrundung von, mehr haben wir nicht gemacht, der Stunde, genau.